Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir die Arctus-Ruinen betreten und sind immer noch besucht nach diesem komischen Priester, der mir ist gerade eingefallen. Ich habe keine Ahnung, warum wir ihn überhaupt noch suchen. Deswegen war das nochmal. Wir sind auch schon drei Parts irgendwie so, ja. Bett vorgenommen, egal. Ist jedenfalls ein Priester. Ich glaube, der hatte irgendwann mit den Irissteinen zu tun, ich weiß nicht mehr. Goldener Schlüssel. Goldener Schlüssel? Jawohl. Ja. Ich kann endlich goldene Truhen öffnen. Sehr schön. Ah, komm her. Nom. 20.000 Gold, jawohl, das hat's. Jawohl. Hat's ja richtig gemacht. Ach, deswegen konnten wir die eine Tür mal nicht öffnen, weil ein goldener Schlüssel war, den wir brauchten. Boah, ich kann jetzt jede Truhe öffnen, das ist auch mal richtig geil. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt, hier reinzugehen. Topaz-Schwert, das ist nicht gut. Außer, das hat voll geile Effekte. Das ist wohl gut, was? Angriff, warum ist denn das dann schwächer? Mehr Verteidigung. Warte mal. Geil. Wie sieht das aus? Wie ein Zahnstocher, okay. Gut. Also ich bin schon zufrieden, dass wir hier reingegangen sind. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Vor allem, das ist auch optional, ne? Ich glaube nicht, dass wir jetzt storytechnisch irgendwann mal rein müssen. Muss mal hallo. Auch schon lange, dass wir einen gefunden haben. Void. Du gibst mir nicht elementare Angstkraft plus 10%. Also am besten für ihn hier, ne? Joink. Ja, von der Seite kann ich wahrscheinlich nicht gucken. Und jetzt ist da auf einmal ein Gegner. Was bist denn du? Was ist natürlich richtig blöd ist, dass wir jetzt den Schlüssel haben, ist ja die Mechanik dieses Spiels, dass hier alle Schätze random sind. Also ja. Normalerweise, wenn du in so Spielen irgendwie so einen Schlüssel für bessere Truhen bekommst, dann tust du alles backtracken und so. Und dann bekommst du richtig geile Sachen. Aber es heißt hier random, deswegen bringt es hier nicht so. So, gucken wir mal. Puff. Nichts. Nichts. Widerstand nicht elementar, geil. Ja, versuchen wir mal das hier. Warum interessiert dich das? Nichts. Ach so. Ja, und ich habe es mir irgendwie gedacht. Der Typ ist sau langsam. Ich kann ihn gemütlich von weitem abschießen. Genau wie diesen einen Troll letztens. Der auch in so einer Ruine war. Ich erkenne da so ein Muster. Ja, der lässt sich. 22.000, das ist nicht so viel. Da bilde ich mir jetzt so eine. Sind nur 22.000. Wow, der ist einfach. Ja. Oh nein, er kann zaubern. Leck mich. Und er hat natürlich bloß mit einem Schlag weggeputzt. So, dann nein. Sehr gut. Schade. Ich glaub's nicht mehr. Ja. Start. Wenn du jetzt noch den blöden Zauber ausweichen könntest, wäre halt wunderbar. Oh, sehr gut.
halt die ganze Zeit rum. Muss aber ganz schön viel heilen. Wir scheinen nicht auch Teil des Bombisch. Bombig. Bombisch, ja. Wie dazu? Ist gut, wenn der Plan funktioniert. Ich hab gesehen, Zombie, langsam. Das heißt, der kommt mir nicht zu nah. Wahrscheinlich macht er irgendwie voll viel Schaden und so. Und da ist er auch schon weg. Okay. Kenntnisse vertieft. Keine Kugel halten. Also eine anormale Kugel erhalten, aber nicht Nierestein. Okay, jetzt weiß ich echt nicht mehr, wo ich noch suchen soll für den, nach dem Priester. Ein Priester, der Archäologie studiert. Das geht immer mehr. Der Richwagwald. Oh. Oh. Bin ja falsch. Aber die haben nur gesagt, über diesen Sumpf ist das. Wie komme ich denn dann zu diesem Wald? Egal. Ich würde sagen, wir gehen zur Wiese des Triumphes. Als nächstes. Weil da haben wir zwei Entdeckungen und einen Boss, den wir auf jeden Fall wegschlagen können. Weil solange wie der schon theoretisch verfügbar ist, müsste ich den eigentlich erledigen. So, und mich regt hier eine Sache auf. Du kannst schon seit Ewigkeiten Blitzschlag lernen, aber machst es nicht. Kannst es machen, muss es aber nicht. So. War ich da schon längst? Ist mir ehrlich gesagt jetzt Schnuppe. Obwohl, das ist ja noch eine Tür, die kann ich bestimmt jetzt öffnen, ne? Und nochmal die exakt gleiche Tür. Warum? Falls der Schlüssel irgendwie bei der einen Tür kaputt gehen war. Oh, guck sie. Boah. 10.000 Galt. 10.000 Galt. 10.000 Galt. Oh, schön. 10.000 Galt. 10.000 Galt, also 60.000 Galt. Schön. Und hier ist eine Entdeckung, wusste ich doch. Metallener Grabspiegel. Spiegelung des Spiegels. Deswegen meine ich noch zu. Er ist ein bisschen offensichtlich, da sind zwei Gräber. Natürlich. Und ganz hart konzentrieren und Make-up auftragen. Oh Gott. Wiese des Triumphes. Na gut. Dann soll es das sein. Ich könnte vielleicht auch mal im Gasthaus nachgucken, ob ich mich da heilen kann. Und Skit bekomme und so, aber. Aber wenn wir schon wieder bei Mini-Bossen sind, dann versuchen wir noch ein paar andere. Guck ich irgendwie so offscreen, ob ich diesen Wald finde. Nein, nicht hier. Übrigens, wenn ich sage, ich gucke offscreen, dann meine ich natürlich nicht, ich gucke mir irgendwo eine Komplettlösung an oder so, sondern dann schaue ich mich offscreen
in der Welt ein bisschen um und guck, was ich da finde. Also nicht, dass ihr denkt, ich gucke jetzt hier jedes Mal, wenn ich irgendwas finden will, hier im Internet nach oder so. Nee, nee. Bei Rollenspielen sowieso nicht. Jetzt nicht sagen, dass ich die Tipps aus dem Internet mal hole, aber ja, vor allem wenn ich ein Spiel zum ersten Mal spiele, dann gucke ich sowieso nie nach. Weil jedes Mal, wenn man dann irgendwie was nachguckt, dann findet man aus Versehen mehr Sachen heraus, als man eigentlich will. Du willst nur irgendwie von einem Charakter, weil nicht ein Bild oder so finden, dann steht da irgendwie. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt Desel mal eingegeben als hier müsste die Entdeckung sein, ne? Ja, ich meine, das habe ich aber nachgeguckt hier, ob da was war, aber da war nichts. Zum Beispiel, wenn ich Desel, weiß nicht, Tales of Systeria Desel eingegeben hätte, dann würden wahrscheinlich irgendwie so wie nennt man das, wenn man mal googeln hier so Vorschläge kommen. Geht man so Tales of Systeria Desel ein, dann steht da Tales of Systeria Desel tot. Also wenn ich dann Desel eingegeben hätte, hätte ich auf jeden Fall daran schon gemerkt, oh, der stirbt irgendwann. Und das wäre natürlich wieder Kacke. Eingeschützter schiefer Turm. Und ja, da wir diese Entdeckung viel zu spät gemacht haben, ist natürlich kein Skit mehr hier vorhanden. Wo Desel wahrscheinlich auch mit von der Partie noch war. Und dabei die wir jetzt nicht mehr haben, können wir jetzt theoretisch auch nicht mehr machen. Aber wahrscheinlich haben die sich über irgendwas unterhalten, was als wir zum ersten Mal hier waren, irgendwie noch so Thema war. Aber wie gesagt, dann dürft ihr, wenn ihr euch Informationen von einem Spiel, das zum ersten Mal spielt, vor allem Rollenspiele, welche ja storytechnisch ausgelegt sind, wenn ihr irgendwas eingibt, dann die Vorschläge, die selbst wenn man, boah, selbst wenn man nicht darauf klickt, die Vorschläge verraten ja schon einiges. Tales of Systeria, Desel. Meinten Sie Tales of Systeria, Desel, tot? Oder Death? Englisch halt. Und bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube ja. Bin ich ehrlich gesagt von mir selber überrascht, dass ich das nicht irgendwie vorher gewusst habe, weil das war nämlich genau der Fehler, den ich in anderen Tales of Spielen schon gemacht habe. Der ist im Fonia zum Beispiel. Okay, will ich jetzt nichts. Warum tut mir der Hals so weh? Mein Hals tut mir so weh, als hätte ich schon 5 Stunden aufgenommen. Dabei ist das jetzt die zweite Aufnahme heute. Also, weil ich das ist jetzt 45 Minuten, was ich jetzt aufgenommen habe heute. Mein Hals tut mir so weh, als hätte ich jetzt schon 10 Stunden aufgenommen. Ah. Entschuldigt, wenn ich hier und da mal so ein paar Sprechpausen mache. Also echt nicht wollen, das liegt. Ich habe auch irgendwie keine Ahnung. Irgendwie so mitten aus dem Nichts ist schon so ein Zeichen, dass ich heute nicht so viel aufnehmen sollte, was ich auch nicht vorhatte. Und wo ist jetzt die verdammte Entdeckung? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo sie war. Aber ich meine, die Türme haben wir doch alle schon mal abgegangen. Da waren keine Entdeckungen, die wir gefunden haben. Ich könnte ja auch mal in meine Notiz gucken, weil immer, wenn ich so, warte mal, war doch hier. Entschuldige mich mal einen Moment. Während ich das kurz. Ich habe ja so ein Textdokument, nehme ich immer auf meinen Desktop und wenn ich irgendwie offscreen was entdecke, notiere ich mir das, damit ich das nicht vergesse und im Let's Play so darauf zurückkomme. So. Pendrago Heiligtum. Ausrufezeichen. Ah, stimmt. Da habe ich auch noch was gefunden. Oh. Pendrago waren so irgendwie,
weil nicht so ein Bücherregal mit so drei Ausrufezeichen. Da müssen wir auch noch hin. Dieses Triumphes. Da möchte ich jetzt nicht verraten, was ich da gefunden habe, aber steht, was ich gefunden habe. Wo ist denn das? Camria Höhle Ausgang. Das ist doch da gewesen. Ja, eigentlich blöd. So, hier. Ja, und kaputter Turm habe ich mir notiert. Da habe ich mir noch ein paar Minibosse hier notiert, die ich noch nicht besiegt habe. Einmal im Wasserschrein, eine Perlaffenweide im Westen. Perlaffenweide am besten. Oder war der Miniboss, den ich gefunden habe? Nee, weiß ich nicht. Muss doch hier dann sein. Bin ich jetzt blöd oder was? In einem Windschrein. Da sind die Bosse, die ich noch da, meine Güte. Dann war gar nicht jeder Boss, oder? Dann war der in der Perlhafenweide. Dann mach mal den eben. Ja, gar nichts. So, das haben wir hier. Ziegen. Ziegen der Felsinge und Stäbe. Und kein Skit natürlich, weil zu spät. So, jetzt muss ich noch mal irgendwo hinrennen. Mann, schade, dass die Skits vorbei sind, ey. So. So, Entschuldigung. Mein Textdokument mal wieder geschlossen. Habe immer Angst, wenn ich irgendwie Aufnahme laufen lasse. Ich bin irgendwie am PC was machen. Auch wenn es nur eine Textdatei am Öffnen ist, aber. Weiß ich nicht. Immer hat Gefühl, wenn ich dann irgendwie was mache, während ich aufnehme, dann. Nicht gut. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert hier, ne? Ja. Glaube ich. Ja. Ich glaube, dann machen wir noch das Ausrufezeichen und den Boss. Perlaffenweide ist ja auch schon lange her, seit wir hingekommen sind. Also, das war auch eigentlich schaffen sollen. Das war, glaube ich, hier. Das war in einem diesen drei Dinger. Da hätte ich mich dahin teleportieren können. Alles läuft nach Plan, keine Bange. Da sieht man aber, man kann sich so gut umschauen, wie man will, aber irgendwann verpasst man sowieso immer. Da habe ich früher nie geglaubt, dass Leute Sachen übersehen in Let's Plays. Und die Ausrede immer nehmen, dass kommentieren. Wenn man kommentiert und spielt, dann sieht man öfter Sachen. Das habe ich früher nie geglaubt. Das habe ich für eine Ausrede gehalten. Aber mir fällt's, boah. Du kratzt dich einmal in der Nase, tust deine Hand wieder am Controller packen und kommst dann direkt da dran. Ja. Ich habe diese Ausrede früher nie geglaubt. Ich glaube, das Vieh ist hier oben. Und spätestens bei Fallout oder auch hier bei Tales of Hysteria. Ja, eigentlich schon früher ist mir halt aufgefallen, aber bei Fallout tue ich mich auch richtig gründlich umschauen. Aber wenn ich dann irgendwann auf Screen zu einem Ort zurückgehe und den noch mal besuche, dann finde ich Sachen, die ich übersehen habe. So, und hier ist auch eine Entdeckung, genau. Also ja, das ist keine Ausrede, das ist echt wirklich so. Highland Ochse. Okay, Ochse, tausendmal Entschuldigung. Also ja. So, und du bist ein Stinktier. Wie viele haben wir meine coolen Hammer? 24 jetzt, ne? 24, okay. Dann, komm her. Dangeroma. Schwäche, Feuer. Leider. Oh Gott. Okay, ein Sabet war sogar da. Beteiligt.
mit dieser Welle müsste eigentlich, boah, jetzt bin ich schon wieder. Hat wieder den Stiefel. Okay, Zavet war schon diesem Gespräch beteiligt, also könnte es sein, dass dieser Boss erst nach Zavet aufgetaucht ist. Glaube ich nicht. Ey, guck mal, wie schwach der ist. Okay, das ging schnell. Yay, 3190, 2170, 2100. Was? Also ich schon letztens 2100? Hm, keine Ahnung. So, jetzt möchte ich wieder zu irgendeinem Speicherpunkt rennen, da, gut. Dann gehen wir noch nach Pendragon, macht diese Ausrufezeichen, die ich gefunden habe. Und dann gucken wir mal. Vielleicht hat der Augen wieder in Verbindung mit irgendeinem Boss, und dann gucke ich mal irgendwie, wo dieser verdammte Wald ist, wo wir hin müssen, den Priester zu finden. Die haben doch gesagt, in dem Sumpf fährt. Deswegen dachte ich, irgendwo dahinter. Mit der Falkenkamm da hinten. So, Pendrago. Tun wir uns beim Gasthaus ausruhen wegen Skits vielleicht. Weil wir müde und hungrig sind. Nein, geh weg. Steak. Steak is enough. Sehr gut. Und ich muss mal kurz mal trinken. Gut zu wissen. Okay. Weil ich eigentlich ist unsere Truppe sehr naiv. Fällt mir gerade so auf. Wir haben nicht irgendwie so jemanden in unserer Gruppe, der so typisch misstrauisch ist, irgendwie so. Was mich wieder auf die Tales of Graces F bringt, Hubert. Weil ich ja irgendwie mit Malik und Pascal irgendwie nicht zufrieden war am Anfang. Und ja, hier ist halt vollkommen umgedreht. Weil er scheint irgendwie jemanden blind zu vertrauen. Egal wie viele Geheimnisse die haben. Und es gibt viele Geheimnisse und die sind halt ganz natürlich laut Rose. Ah. So, jetzt kommt noch irgendeine 20 Minuten Cutscene. Hm. Möchte meine Aufnahme heute beenden. So, da. Und da, was? Enid Fortune, die älteste Fortune-Schwestern. Eine freundliche und fröhliche Nonne. Sie hatte sich auf einer Beziehung mit Pater Eric eingelassen und brachte ein unheimliches Kind von ihm zur Welt. Ach, das ist so hart, was wir gesehen haben. Beide wurden aus der Kirche exkommuniziert und in das Dorf Horsa am Rande des Hubgott-Moros-Hop verbannt. Rolien Fortune, der mittlere der Fortune-Schwestern. Das ist jetzt so eine Qual für meinen Hals gerade. Eine Nonne, die ihren Dienst an Gott stets mit Leidenschaft und Hingabe nachging. Einige Mitglieder der Gemeinde bezeichnen sie auch als Heilige. Ach, das ist die, die wir erledigt haben letztens, ne? Sie unterstützte das Landgewinnungsprojekt im Häftlingstauschsumpf und siedelte mit einigen Gläubigen dorthin um. Für weitere Informationen zum Landgewinnungsprojekt bitte eine andere Quelle konsultieren. Brunette Fortune, jüngste der Fortune-Schwestern. Eine redegewandte Nonne mit reichem Wissensschatz machte sich einen Namen als Reformerin der Kirchenpolitik und Finanzangelegenheit. Also läuft nur eine von denen rum, ne? Nach dem Verschwinden von Papst Macedra vollbrachte sie ein paar Wunder, die dazu führten, dass sie zur Kardinalin gewählt wurde. Oh. Oh.
Hinweis: Der Heimatstadt der Forton-Schwester ist das Dorf Forton jenseits der Gleifertsenke. Das Dorf ist extrem arm und es wird vermutet, dass die Schwestern praktisch dazu gezwungen waren, in den Orden einzutreten, damit weniger Männer Münder gestopft werden müssten. Ja. どうやって？それは故郷に帰ってる気がする。それも感か。まあね。そういうものだよ。あ、だからまだ来てんの。まあ、心理的には可能性はあるの。一理の半分くらいはありそうだ。それにローゼの艦ってあたるしな。ですが、今は無理ですが。ブレイブガント盆地は閉鎖されていますから。機械を外すしかないか。 Engelsflügel. Sind das? Ja, mir schon irgendwie gedacht, so was. Nico Engel. Haben wir noch einen? Mein Teufelsschwanz. Nee, aber nicht. Schade. Mach mal erstmal. Sehr gut, gefällt mir. Ja, was wissen wir? In den Orton, jetzt der Proton, ja, ist so genau das gleiche. So, dann haben wir hier noch einen. Lass mich durch, ich bin der Hirte. Die persönliche Lebenswege der Priester und Nonnen der Kirche, eure Interessen freut mich. Die Aufzeichnungen befinden sich in diesem Bücherregal. Ihr könnt sie euch jederzeit ansehen. Ich selbst habe mich an vielen Abenden im Kerstlich in ihren grenzlosen Wundern verloren. Da kann ich aber nichts gucken. Ah, warum müssen wir immer noch? Warum müssen wir immer noch ein Ausrufezeichen dann? Na, ich kann den Mörder. Ah, okay, das wird jetzt hier notiert. Ja, dann würde ich sagen, ich beende ein Part hier. Gehen wir nochmal zur Katze. Zum Speicherpunkt. Zählt mich jetzt, dass da immer noch Ausrufezeichen sind. Ich gehe noch mal zum Gasthaus in Logren und guck, ob wir da noch ein Skit aktivieren können. Weil er mich halt auch aus dem Weg habe alles. Und dann wenn mein Part. Ach ne, ich hätte 4000 kaufen sollen. So, keine Skits, die auf Screens erscheinen. Das heißt, ich kann ein bisschen versuchen zu leveln, obwohl ich bin morgen direkt wieder aufnehmen, also weiß nicht. Gut, dann versuchen wir mal in der nächsten Folge diesen Priester zu finden, diesmal wirklich, und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Tschüss.